Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Skull & Bones. Heute geht es mal ein wenig um die Geschichte von Skull & Bones. Wie ist es überhaupt zu Skull & Bones gekommen? Und vor allen Dingen möchte ich am Ende damit vielleicht die Frage klären, wird es nach Season 4 weitergehen oder nicht? Aber der große Kernpunkt heute im Video wird auf jeden Fall sein, was ist passiert in der Entwicklung von Skull & Bones? Wie hat das Ganze angefangen? Und vor allen Dingen, wieso hat das Ding so viel Geld geschluckt und hat so lange gedauert? Ein Video, was ich schon sehr, sehr lange machen wollte. Und Leute, das ist wirklich crazy, was da alles passiert ist. Zuerst möchte ich über die aktuelle Lage sprechen, damit die Leute, die das Video vielleicht erst in ein paar Monaten sehen, die Lage einschätzen können, in der ich das Video aufnehme. Wir sind aktuell in Season 3. Und Season 4 steht vor der Tür und wir wissen aktuell noch nicht, ey, was passiert nach Season 4. Es gibt noch keine offizielle Stellungnahme. Auch auf Skull & Bones selber auf der Internetseite gibt es noch nichts zu einem eventuellen Year 2 oder was nach Season 4 passieren soll. Wir haben noch keine Info über irgendein DLC oder sonstiges. Und ja, das ist die aktuelle Lage. Wenn man mal ein wenig in der Zeit zurückspringt und mal schaut, wo Ubisoft überhaupt herkommt. Ubisoft wurde gegründet 1986 von 5 Brüdern. Und einer dieser Brüder, der ist auch immer noch bei Ubisoft der CEO. Und 2008 erst wurde Ubisoft Singapur gegründet. Mittlerweile hat Ubisoft über 20.000 Mitarbeiter und auch Ubisoft Singapur hat weit über 500 Mitarbeiter, könnten sogar mittlerweile 1.000 sein, genaue Zahlen habe ich da leider nicht. Gerade die ganze Thematik um Ubisoft Singapur ist so unfassbar spannend, da könnte man wahrscheinlich sogar einen Spielfilm draus machen. Also 2008 hat Singapur Ubisoft angeboten, ey, macht doch bei uns ein Studio auf, wir subventionieren euch das Ganze und ihr gebt dafür unseren Locals, das heißt den Leuten in Singapur, die Möglichkeit, bei euch zu arbeiten, zu lernen, gute Entwickler zu werden und dann eventuell später, ja, eigene Entwicklerstudios in Singapur aufzumachen. Und ich glaube, es ist kein Geheimnis, jetzt 14, 15, 16 Jahre später, das Ganze hat nicht so gut funktioniert. Teilweise nach 10 Jahren habe ich Berichte gesehen, ist da gar nichts passiert. Die Locals wurden da mehr ausgenommen, als dass sie da irgendwie trainiert wurden. Auch die Teams, die dort waren, ja, wurden leider nicht gut behandelt. Da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Übrigens, alle Quellen sind natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt, wenn ihr da nochmal selber die Berichte zu durchlesen wollt. Die Regierung von Singapur hat 2008 gesagt, ey, wir subventionieren das Ganze, wir stellen euch hier die Locals zur Seite, wir machen euch einen Shop auf, ein Bürogebäude und dafür trainiert ihr mit euren Leuten aus Frankreich, das auch bis heute noch so funktioniert, unsere Locals. Das bedeutet, es wurden Entwickler nach Frankreich, nach Singapur geschickt und denen gesagt, ey, macht euch da eine schöne Zeit, genießt das Wetter, genießt die Aussicht und es wurde gar nicht so viel kommuniziert, dass dort irgendwie der Standort nach vorne gebracht werden sollte. Zumindest geht das aus den Zitaten der Entwickler hervor, die das mitbekommen haben. Die letzten Jahre haben ja auch gezeigt, mit dem Harassment-Vorwürfen, mit den sexuellen Belästigungen, mit den Mobbing-Vorwürfen und, mit dem Pay-Gap und, dass bei Ubisoft wirklich gar nichts rund läuft. Und das war auch in Ubisoft Singapur so. Gerade die französischen Mitarbeiter, die aus Ubisoft Frankreich rübergekommen sind, um eigentlich dort die Projekte nach vorne zu bringen, allen voran Skull & Bones, da komme ich gleich noch drauf zu sprechen, haben sich da eigentlich nur die Taschen voll gemacht von der Singapur-Regierung und haben die anderen Mitarbeiter, die natürlich alle unter einem gestellt waren, schlecht behandelt. Manager haben sich dort sehr oft gewechselt, da kommen wir später auch nochmal zu einem, der das ja fast wahrscheinlich zum Überlaufen gebracht hat und da lief erstmal gar nichts. Nochmal ein paar harte Facts und harte Zahlen schon mal vorab. 2015 gab es ungefähr 100 Leute, die an Skull & Bones gearbeitet haben und 2019 haben 400 Leute an Skull & Bones gearbeitet, teilweise ja, das wissen wir ja schon, mit Hilfe von anderen Ubisoft Studios überall auf der Welt verteilt, aber Head war immer Ubisoft Singapur und so wird es ja auch vermarktet als Spiel von Ubisoft Singapur. Ja, wie kam es überhaupt zu Skull & Bones? Das Ganze war eigentlich geplant als Multiplayer DLC für Assassin's Creed Black Flag.
Also als die Entwicklung angefangen hat, beziehungsweise die ersten Überlegungen, hatte man eigentlich vor, ein Black Flag DLC mit Multiplayer-Funktion zu machen. Das wurde aber über den Haufen geworfen aus einem einzigen Grund, weil die Singapur-Regierung gesagt hat, ey, wenn wir hier das Ganze subventionieren und finanzieren, dann möchten wir, dass eigenständige IPs erstellt werden, was meiner Meinung nach auch Sinn macht, wenn du schon etwas förderst, da möchtest du natürlich auch eigene IPs haben, die dann später auch nur zu diesem neuen Team gehören und nicht zu einer bekannten Marke. Assassin's Creed ist natürlich eine sehr, sehr große Marke, die schon über Jahre weg das Flaggschiff von Ubisoft ist. Und da kann ich schon verstehen, dass man dort gesagt hat, ey, wir möchten aber, dass das eigenständig rauskommt und nicht als DLC. Ich will nicht auf alle Probleme in der Entwicklungsphase von Skull & Bones eingehen, weil vieles davon habt ihr auch alle schon mal gehört. Es gibt ja diese ganzen ominösen 200 Millionen Kosten, Entwicklungskosten, die 10 Jahre Entwicklungszeit. Ich hatte vor kurzem mal ein Video gemacht, da gab es auf der E3 schon eine Tech-Demo von Skull & Bones, das war vor 6 Jahren. Fast kein Spiel ist 6 Jahre in Entwicklung. Selbst in Zelda Breath of the Wild war, meine ich, aus dem Kopf heraus gerade mal 6 Jahre in Entwicklung. Skull & Bones, wie wir wissen, seit gut über 10 Jahren in Entwicklung. Das liegt natürlich daran, dass einerseits, wie ich eben gesagt habe, oft das Team gewechselt wurde, neue Locals dazu kamen. Das Team wurde immer weiter verjüngt und mit Leuten gespickt, die weniger Erfahrung hatten. Und die Leute mit Erfahrung sind immer weiter aus dem Team rausgegangen. Die Manager haben sich sehr oft gewechselt und ein riesen Thema war natürlich auch die ganze Geschichte mit den sexuellen Übergriffen, mit dem Mobbing, mit dem Pay Gap und. Und da gab es einen Manager, leider habe ich nicht die genauen Zahlen drin, aber was wir wissen, es gab einen Manager, der hieß Riku oder Rekur, der war auch in Ubisoft Singapur und das Ganze mal mindestens von 2017 an, wie gesagt, genaue Zahlen habe ich nicht. Wir wissen aber, dass er 2017 das Team von Skull & Bones übernommen hat und dort der Head geworden ist und der Head Manager von dem Ganzen und hat, ja, wie gesagt, viele Frauen dort belästigt, alle möglichen Mitarbeiter gemobbt und das ganze Klima bei Ubisoft Singapur war sehr angespannt. Es wurde teilweise auf Französisch gesprochen, obwohl natürlich klar ist, dass die Leute in Singapur kein Französisch verstehen, wobei die Businesssprache auf Englisch war, gab es trotzdem diese French Connection, die dort auf Französisch gesprochen hat. Und ja, das kennt ihr vielleicht aus euren eigenen Unternehmen. Es ist nie schön, wenn 50% oder 80% der Zeit eine Sprache gesprochen wird, die ihr vielleicht selber gar nicht versteht. Und ja, bis auf Meetings eigentlich nichts auf Englisch ist, stelle ich mir als Entwickler und auch als Mitarbeiter sehr schwierig vor. Ja, die Geschichten über die Übergriffe und die Problematik bei Ubisoft, die muss ich jetzt hier nicht nochmal aufmachen. Das haben andere YouTuber schon des Öfteren gemacht. Da werde ich euch auch einfach mal ein Video unten verlinken, wo das sehr gut rübergebracht wurde. Das Ganze war aber halt eben auch bei Ubisoft Singapur und gerade dort, weil eben die Head-Offs alles Franzosen waren und die das Problem hatten mit den Locals und sich halt eben auch die Taschen dort voll gemacht haben und eben nicht mit der Vision hingegangen, ey, wir bringen jetzt hier was nach vorne, sondern eben, ja, die Manager haben sich oft geändert und ja, haben dafür gesorgt, dass das Studio eher den Bach runtergeht, als dass dort irgendwas nach vorne geht. Irgendwie hat man es dann doch geschafft, das Spiel 2018, wie gesagt, auf der E3 vorzustellen und 2023, ja, es wurde mehrmals verschoben, gab es Betas. Und eine Meldung, die ich auch noch mit erwähnen möchte. Es gab 2023 einen Bericht, dass ein Assassin's Creed Black Flag Remaster bzw. Remake in Arbeit ist bei Ubisoft. Und das wäre natürlich krass, wenn vielleicht nächstes Jahr ein Assassin's Creed Black Flag Remaster rauskommt neben Skull & Bones. Dann wäre es natürlich sehr fraglich, ob die Marke Skull & Bones so noch weitergeführt wird, sollte ein Remaster-Remake von Black Flag rauskommen, was viele Leute auch mehr mögen. Mit einem Multiplayer könnte ich mir sogar vorstellen, dass das Skull & Bones extreme Konkurrenz macht und dann auch, ja, absetzen wird. Ja, die Frage, die uns jetzt stellt, ist natürlich, was ist mit der Zukunft? Die Vergangenheit sah natürlich nicht so rosig aus, aber ich glaube nicht, dass es aktuell oder in der Zukunft da etwas besser aussehen wird. Der Plan ist natürlich immer noch von Singapur, dass dort die Mitarbeiter geschult werden und sich daraus halt eigene Studios kristallisieren. Davon habe ich zumindest bislang noch nichts gehört oder gesehen. Ja, wird
fraglich sein, ob da der Plan zumindest mal für die Regierung aufgeht, ob wir eine Season 5 und Year 2 bekommen. Aktuell würde ich sagen ja, weil es keinen Sinn macht, Skull & Bones abzusetzen, gerade wegen diesen extremen Kosten. Und ich gehe stark davon aus, dass Singapur nicht möchte, dass ein Spiel, wo sie so viel Geld reingesteckt haben, nach einem Jahr schon wieder offline genommen wird. Wie gesagt, ich habe euch alle Quellen unten verlinkt. Ich finde das alles sehr, sehr spannend. Ist natürlich immer schwierig, wenn man so 10 Jahre zurückgeht, da die richtigen Quellen zu finden, die einem da neue Informationen geben. Aber ja, ich hoffe, ich konnte euch da ein wenig Licht ins Dunkel bringen. Schreibt gerne eure Meinung unter die Kommentare. Glaubt ihr, wir werden eine Season 5 von Skull & Bones sehen? Oder glaubt ihr, nach Season 4 wird es vorbei sein? Glaubt ihr, es kommt noch ein DLC? Bin ich sehr gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Wenn ihr nichts zu Skull & Bones verpassen wollt, dann würde ich mich natürlich sehr über einen Follow auf dem Kanal freuen. Sehr über ein Like auf dem Video. Ich sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.